Hey ho, hey ho, hey ho! Ja, früher als gedacht melde ich mich hier zurück auf meinem Kanal. Eigentlich wollte ich dieses Video zu meinem nächsten Let's Play ranhängen, aber ich habe mir jetzt mal so überlegt, eigentlich kann ich das auch als ein kleines Special hochladen, denn es ist mein persönlicher erster Bandenkampf, genauso wie der erste Bandenkampf auf Server 5 überhaupt. Und da er direkt in meinem Spitzenteam stattfindet, habe ich mir überlegt, ja, nehme ich ihn mal auf, lade ihn als Special-Folge hoch und ihr könnt euch den Kampf selber anschauen. Ich gehe einfach mal davon aus, da wir auch im Team ein wenig diskutiert haben und auch überlegt haben, ja, können wir das schaffen, können wir das nicht schaffen, dass wir diesen Kampf verlieren werden. Aber ein bisschen Hoffnung ist trotzdem da und vielleicht ist das Glück ja heute Abend mal auf unserer Seite. Ihr seht schon, Bandenkampf Legendary Whatever versus Banküberfaller. Unsere, ja, ich wollte gerade unser Häuptling sagen, unsere Chefin Kitty Cat 86 ist heute 50 geworden. Nein, nicht das Alter, sondern das Level bzw. die Stufe. Und somit konnte sie einen Bandenkrieg, heißt das Banden, nee, Bandenkampf, anzetteln und hat es gleich auf heute Abend 20 Uhr gelegt. Und deswegen können wir heute am 22.02.2013 den ersten Bandenkampf auf Server 5 announcen. Und ich nehme ihn auf und jetzt nach einer Minute, na okay, knapp 2 Minuten Gelaber, geht es jetzt los. Ups, das sollte so nicht passieren. Ich wollte eigentlich auf den Sound. Okay, so schlecht verkleideter Bankräuber. Es sind genau 2, 4, 6, glaube ich. Ja, 6 könnten es sein. Und wir schauen einfach mal, wie sich so die, ja, Skills verteilen. Ja, bei uns sind am Anfang noch ein paar, die jetzt erst frisch ins Team kamen und deswegen den Bonus nicht hatten über die lange Zeitraum von, ich glaube jetzt schon 3 Tagen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, na, der 3, 3,5 Tagen. Und deswegen erst Stufe 32 sind. Aber bei uns sind auch schon hammer viele über der 50er-Grenze. Der nächste Bankräuber in einem schönen Krokodilskostüm, aber die sehen alle nicht so ganz glücklich aus. Wobei der hier jetzt schon ordentliche Skills hat. 422 Kraft. Also alles an der 400er-Grenze. Da kann ich noch nicht mal mithalten. Aber nun gut, wir schauen mal. Azrael hat gerade erst den 29. Platz bekommen. Denn wir haben es heute wirklich noch geschafft, den 29. Quartier Platz auszubauen, welcher 720.000 Münzen kostete. Kann der 720.000? Scheiße, ich überlege gerade. Ja, 700.000, irgendwie sowas in der Dreh kam der. Und das war wirklich schon ziemlich, ja, nervend aufreibend, hier diesen Platz auszubauen. Aber wir haben es geschafft und freuen uns jetzt, 29 Mitglieder in unserem Team zu haben. Sonja Sonntag, warum leckt das jetzt hier bei mir? Hey, leck hier nicht rum. Nur weil du ein bisschen aufnehmen musst. Okay, jetzt geht's wieder. So, Sonja Sonntag besiegt hier den zweiten schlecht verkleideten Bankräuber und jetzt kommt auch schon der dritte an die Reihe. Stufe 32, er ist jetzt wieder so ein bisschen, ja, alle so um die, alles mit 400 ungefähr, beziehungsweise nah dran. Wir haben ja noch genügend Angreifer, die hier ja, angreifen können, sage ich mal. Ich bin auch gespannt, ob sich hier die Stufen noch erhöhen. Warum leckt das jetzt gerade? Das könnte mir mal bitte jemand verraten. Ich habe hier nichts an, habe extra gerade noch meine FIFA-Session ausgemacht, wo ich gerade eine Karriere, ja, schon vor einer Weile angefangen habe und jetzt ordentlich spiele. Damit es nicht unnötig laggt und trotzdem hat so leichte Frame-Einbrüche hier. So, Xen Arena, einer unserer Chefinnen. Und sie besiegt hier noch den Bankräuber. So, der nächste. Oh, ich habe mich vertan. Es wird gar nicht angezeigt, wie viele es sind. Es sind noch viel mehr, als hier drüben angezeigt werden. Okay, wie gesagt, es ist mein erster Bandenkampf. Ich habe noch nie einen aufgenommen, geschweige denn gesehen.
Und ja, deswegen weiß ich nicht, wie das hier so wirklich abläuft. Ich bin gespannt, wie viel Bankräuber es hier sein werden, die es zu schlagen gilt. Und ja, wenn wir es heute nicht schaffen, schaffen wir es halt beim nächsten Mal, sage ich mal. Also, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir den jetzt verlieren würden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir ihn gewinnen würden, denn das würde natürlich Erfahrung heißen und Münzen und vielleicht auch noch irgendein Extra. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, wenn man gerade so die 50 erreicht hat, dass man dann gleich den ersten Bandenkampf überlebt, beziehungsweise halt, ja, gewinnt. Aber die sind alle so in der Richtung. Die werden jetzt schon, okay, von der Stufe bleiben sie 32, aber von den Skills her werden die jetzt schon besser. Also der hat hier schon, ja, 410 im Durchschnitt vielleicht. Und ja, das ist schon besser als unsere hier, unsere Helden. Aber wie gesagt, wir haben halt jetzt auch alles ins Team reingesteckt. Niemand hat in irgendeiner Weise geskillt. Hoffe ich zumindest. So war zumindest unsere Voraussetzungen. Und Leonissa dürfte hier den Bankräuber. Ah, nee, doch nicht. Da kriegt er noch einen kritischen Hit und damit besiegt er hier Leonissa. Aber Chrisse macht die Sache jetzt hier perfekt und killt diesen Bankräuber. So, und da kommt auch schon der nächste. Das finde ich natürlich ein bisschen schade, dass man nicht sieht, wie viel Bankräuber da auf der Matte stehen. Ich habe vorhin auch nochmal im Forum recherchiert und geguckt, ob ich da irgendetwas Genaueres finde. Aber naja, irgendwie wurde ich da auch nicht richtig fündig. Ich lasse mich einfach überraschen. Wir haben ja noch genügend Helden hier parat. Und werden mal schauen, wie sich das hier noch so entwickelt mit diesem Bandenkampf der Banküberfaller gegen uns, den Legendary Whatever. Ja, okay, jetzt kommen hier immer wieder gleiche Kostüme, sage ich mal. Ist auch nicht verwunderlich, weil bei so vielen Leuten, die da bei dem Banküberfaller sind, wäre es auch schon sehr erstaunlich, hätten da die Entwickler von Hero Zero wirklich, ich weiß nicht, vielleicht 20 verschiedene Kostüme sich einfallen lassen. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Banden, die man bekämpfen kann. Jetzt ist hier schon einer dabei, der steigt jetzt ordentlich in der Stufe. Also in der Stufe nicht, 2 Stufen höher, aber von den Skills her. Also jetzt ist schon der Durchschnitt bei, ja, man kann sagen 440, 445. Und wird natürlich für uns immer schwieriger hier zu bestehen. Miss Sanderson schlägt sich gut, muss jetzt aber dank den kritischen Treffer von dem schlecht verkleideten Bankräuber Nummer, weiß ich gar nicht, Typo-Blutinade, ja, dahin gehen. Moris Reises. It's me, Mario! Mein Handy-Klingelton sagt mir gerade, dass ich eine SMS empfangen habe. Ja, immer noch genügend Leute, die hier angreifen können. Und ich glaube auch, dieses Video wird länger gehen, als ich gedacht habe. Ich dachte so, ja, nach 5 Minuten ist die Sache beendet. Aber das Video wird sicherlich, ja, 15 Minuten, vielleicht sogar auch eine ganze LP-Folge lang gehen. Also es hätte wahrscheinlich, wenn das jetzt wirklich um die 15 Minuten, 20 Minuten gehen sollte, hätte ich es eh nicht hinten ranhängen können an ein anderes Video, weil sonst wäre ja die Folge 40 Minuten lang geworden und das wollte ich niemandem antun. So, unsere Nenn mich nicht süße Eins, die doch trotzdem von vielen Süße genannt wird. Schlägt sich gar nicht so schlecht hier gegen den nächsten schlecht verkleideten Bankräuber alias Mon Astar oder so, was er da auf seiner Brust stehen hat. Auf alle Fälle im Fake-Batman-Kostüm. Und da ist der nächste im traurigen Krokodil-Kostüm. Ja, wir versuchen hier natürlich die Banküberfaller vor ihrem Banküberfall. ja. Wie sagt man? Zu hindern, also davon abzubringen, dass sie das nicht machen. Aber ob wir das schaffen, das ist natürlich dann immer die andere Frage. Unser Reizstrom jetzt gegen den, ja, wie schon eben gesagt, Krokodil-Banküberfaller.
Wie ihr seht, oben rechts, falls sich jemand dafür interessiert, ja, meine Donuts müssten langsam mal wieder aufgeladen werden. Werde ich wahrscheinlich morgen annehmen. Heute brauche ich keine mehr. Heute bin ich durch, also schon eine Weile. Seit heute Nachmittag bin ich schon durch mit dem ganzen Zeug wie Training und Energie. Ich bin da auch sehr begeistert, wenn ich da jetzt nochmal kurz ausschweifen kann, darf, von eurer Seite aus, dass wir in unserem Team so gut vorankommen. Also, wir hatten drei Kämpfe, haben. Nee, vier hatten wir jetzt. Drei Trophäen besitzen wir, zwei Energietrophäen und eine Trainingstrophäe. Besser geht's meiner Meinung nach nicht für einen Serverstart. Okay, drei Energietrophäen wären gut gewesen, aber das ist dann schon wirklich krasses Wunschdenken. Ja, wir brauchen noch eine Quartierstufe, um die kompletten 30 Member in unserem Team beisammen zu haben, und dann konzentrieren wir uns auf Population, Motivation und die Ausstattung. Promo schafft es jetzt nicht hier, diesen Blutinade-Bankräuber zu besiegen. Dafür kommt jetzt unser Hopper ins Spiel. Er muss jetzt gegen den schlecht verkleideten Bankräuber. Ja, Nummer. Ich hätte mal mitzählen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt höre ich gerade und vernehme in meinem Tab-Fenster, dass ich eine neue Nachricht erhalten habe. Hopper wird jetzt hier besiegt. Ich weiß nicht, soll ich vor? Also soll ich hier nächsten Held machen? Ich will ja nicht, dass die Folge hier wirklich unnötig lang wird. Und eigentlich ist es ja ziemlich langweilig. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen hier Skipping. So. Ich glaube, die letzten lasse ich da noch durchlaufen. Aber ich würde. Gut verkleideter Bankräuber. Ah ja, da kommen noch. Ist das dann der letzte oder kommen dann noch mehr? Das ist jetzt die Frage. Boah, da kommen noch viele mehr. Also, das wird sicherlich nicht reichen für uns, um hier diese Banküberfaller an ihrem Banküberfall zu hindern. Aber es war ein Versuch, wie gesagt. Also, ich kannte 11 weitere, da steht's. Also, das wird gar nichts. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da wirklich so viele bei diesem, ja, Banküberfaller-Team ist. Beziehungsweise sind. Was laber ich hier? Ich bin auch schon vorbei. Jetzt habe ich mich einfach so übersprungen. Habe ich gar nicht geachtet, dass ich kämpfe. Nun gut, ein Versuch war es wert. Unsere letzten 5, die sich jetzt hier den Banküberfallern stellen. Aber über die gut verkleideten Bankräuber werden wir nicht hinauskommen. Da, ein Frankenstein. Oh, Kitty Cat macht sie nochmal ein bisschen spannend. Sie ist schon Stufe 50. Unser Mr. Shinsten ist auch schon Stufe 50. Und Lazaro und Hero 3 schießen eh den Vogel ab mit ihren Power-Leveling. Also Lazaro ist schon Stufe 53. Natürlich noch ziemlich auf Kondition geskillt. Und hier unser Hero 3, unser Spitzenreiter, Stufe 54, wird hier noch den Ballonverkäufer schaffen. Aber am Frankenstein wird er sich die Zähne beißen. Und deswegen werden wir diesen Banküberfaller-Bandenkampf hier verlieren. Aber ich sag mal so, jetzt mal ganz neutral gesehen, für den ersten Versuch, direkt wenn der Leader 50 wird und man versucht es gleich und man schafft hier, ja, zwei Drittel zu besiegen, ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Widerwillig überlässt ihr den Bankräubern das Feld. Beladen mit Säcken voll Münzen spazieren sie hinaus. Aber ein Überfall war das Ganze nicht. Tja, auch reiche Leute können sich verkleiden. Ein Glück. Ja, mit diesem verlorenen Bandenkampf, aber wie gesagt, mein erster und des Teams erster und des Server 5 erster, verabschiede ich mich für diese Spezialfolge. Ich weiß ja gar nicht, soll ich vielleicht doch einfach als dritten Part hochladen? Ich weiß es noch nicht. Nein, ich glaube, ich mache es als Spezialfolge. Und ja, ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Part. Dies wird dann der dritte Part werden. Und ja, schönen Abend noch. Tschüss.